Hallo zusammen, ich bin der Daniel. Ich möchte einen Text mit euch teilen, wo ich glaube, dass der innere Kampf als Christ sehr gut eigentlich beschreibt und was Gott bewirken will, wo mich einfach schon lange begleitet. Darum kann ich ihn auch mehr oder weniger auswendig. Und zwar geht er so: Ich bat den Herrn, dass ich wachsen möge im Glauben und in der Liebe und in jeder Gnadengabe, dass ich seine Rettung besser verstehen könnte und sein Angesicht mit mehr Ernst suchen würde. Der Herr war es, der mich lehrte, so zu beten. Und der Herr, so glaube ich, hat mein Gebet erhört, aber auf eine Weise, die mich manchmal schier zur Verzweiflung trieb. Ich dachte, er würde in einem günstigen Moment durch die Macht seiner Liebe das Böse in mir vertilgen und mir Ruhe geben. Stattdessen ließ er mich die ganze Verdorbenheit meines Herzens erfahren. Gestattete den wütenden Mächten der Hölle, alle Winkel meiner Seele anzugreifen. Darüber hinaus schien er mein eigenes Weh noch verschlimmern zu wollen, durchkreuzte alle meine moralischen Pläne, machte alle meine Absichten zunichte, bis ich ausrief: Warum, o Herr, willst du denn deinen Wurm zu Tode bringen? Aber der Herr antwortete: Nein, sondern es ist auf diese Weise, dass ich dein Gebet um Glauben und Gnade beantworte. Diese inneren Kämpfe verwende ich dazu, um dich von deinem Ich, deinem Stolz, deiner Weltliebe zu befreien, damit du dein Alles nur noch in mir suchst. Vater, ich danke dir, dass denen, die dich lieben, die berufen sind von dir, wahrhaftig alles zum Guten dient. Alle Kämpfe und alle Nöte und alle Schwierigkeiten, dass sie auch wirklich dazu dienen, ins Bild Christi umgestaltet zu werden, wozu wir auch berufen sind. Amen.